Wie viel Schaden macht denn so eine Riesenratte? Bist du wahnsinnig? Aushalten tut sie zwar nicht viel, aber reinhauen tut's hart. Puh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Enshrouded. Wir sind das letzte Mal hier in Weizloh stehen geblieben und wollten uns jetzt hier noch weiter umgucken, nachdem wir das Gebiet hier befriedet haben und von den ganzen... Was sind das eigentlich? Plünderer? befreit haben. Und jetzt gibt es hier aber noch ein paar Gebäude, die wir einfach mal durchsuchen können. Und ich würde einfach systematisch mal anfangen, einfach hier mit dem ersten gleich starten. Zu unserer Rechten am Eingang. Schaut schon cool aus. Irgendwie will ich an jeder Ecke mich einrichten, will das alles renovieren, restaurieren und neu aufbauen. Okay, hier hätten wir ein Skelett. Da können wir ein Buch mitnehmen und eine silberne Truhe. Zaubererhandschuhe. Brauchen wir nicht. So. Das erste Haus ist schon mal abgehakt. Dann schauen wir hier ins zweite rein. Also mich würde es echt interessieren, wie es hier ausgeschaut hat, bevor dieser Untergang, diese Apokalypse passiert ist. Ah, das Schwert gibt uns ein bisschen Licht. Seht ihr das? Ha, das habe ich jetzt erst festgestellt. Klar, es glüht ja auch. Mich würde es echt interessieren, wie das da war, bevor es passiert ist. Also, keine Ahnung. Mich würde ein Rollenspiel in dieser Welt zu der Zeit auch interessieren, wo dieser Untergang quasi passiert ist. Und du irgendeinen dieser Charaktere spielst oder vielleicht sogar dich selber als Flammenblut, was passierte vor den Ereignissen und wo es langsam auseinandergebröckelt ist, du aber noch lebender gesehen hast, wo die Gefahren gekommen sind, wo du gekämpft hast, dagegen angekämpft hast und wo dann im Prinzip dieser Prolog oder dieses Prequel dann sozusagen endet damit, dass du dann in diese Kapsel reingehst. Also das fände ich ja persönlich mega spannend. Und da ein gutes Rollenspiel draus gemacht, du lernst alle Charaktere kennen, sei es der Schmied, sei es der Alchemist und so weiter und hast einfach versucht, im Prinzip das alles zu bekämpfen. Also nur so eine Idee. Jetzt sollen sie erstmal dieses Spiel hier fertig machen, was ich einfach wahnsinnig toll finde. Dann nach oben. Oha. Wie viel Schaden macht denn so eine Riesenratte? Bist du wahnsinnig? Aushalten tut sie zwar nicht viel, aber reinhauen tut's hart. Puh. Und ich sehe gerade, wir haben hier Level 12 Komfort. Das heißt, hier können wir dann unseren Ausgeruht-Buff, bevor wir weiterziehen, auch nochmal zurückholen. Ich finde ja auch die Geräusche so toll. Die Vögel im Hintergrund. Ich Idiot. Warum sagt mir denn keiner, dass da ja noch der Keller offen war? Sind da nur Ratten? Nein. Nein. Eine explosive Schwarzpulverkugel. Sehr fein. War nicht besonders schön oder elegant, aber es hat funktioniert. Durchsuchen. Schrott und Felle.
Was ist denn das für ein Schädel? Ha! Ein Riesenschädel mit so Kämmen. Geht's auch wieder in den Keller? Wird mir was angezeigt. Entweder gibt es hier eine Geheimtür oder ich kann hier einfach mal die Wand einreißen. Boah, was ist das? Ausrüstung reparieren. Machen wir sofort. Das ist hier so eine Art Foltergefängnis. Nehmen wir unseren ersten Irrlichttrank. Geht's mit dem schneller? Ich will die Wand hier einreißen, bitte, danke. Okay, dahinter ist nichts. Aber hier? Ja. Wir hatten hier einen Grafikglitch. Ich glaube, wir sollten jetzt dann wirklich mal die bessere, also diese Schrottspitzhacke und so herstellen. Das ist noch weiter drunten, oder was? Wieder ein Grafikglitch. Müsste direkt da dann kommen. Was wird uns hier angezeigt? Kriechen? Komm ich hier rein? Durchsuchen. Nein. Da, durchsuchen. Durchsuchen. Mist, kommen da immer noch nicht ganz hin. Eigentlich müsste ich nur hier, glaube ich, noch. Ein bisschen mehr frei machen. Muss schneller. Ah ja, tatsächlich. Den Grafikglitch sieht man auch auf der Aufnahme. Schnell mal reparieren. Wenn sich unsere Ausdauer regenerieren kann. So, ich will jetzt hier rein. Jetzt hat. Und kommen wir jetzt halt nah genug hin. Durchsuchen. Ja, es hat sich so mittel gelohnt.
Ah. Dieses Mal wurde unsere Neugier leider nicht belohnt. Genau, da waren wir jetzt drin. Hier war was zum Lesen. Lieber Oskar, du warst schon immer mein Lieblingsneffe, so jung und rüstig. Oh Oskar, meine alten Knochen klappern. Ich kann mich kaum noch um die Farm Immergrün kümmern. Welch Schande. So weite Felder, reif und üppig, perfekt für einen jungen Recken wie dich. Ich überlasse dieses friedliche Gehöft deinen fürsorglichen Händen. Okay. Cool. Hat der Oskar im Prinzip den Hof geerbt? Ob er will oder nicht. Da oben ist noch eine Hütte. Da oben ist eine Flamme. Da ist noch ein Hund. Wow. Wow. Das war heftig. Nüsse. Fleischi. Und jetzt holen wir uns. Gut. Jetzt beschleunige ich das alles mal noch ein bisschen. Nette Hütte. Da waren wir drin. Da hinten oben geht es noch rauf. Überall dieses rote Miasma, wo ich ja in der letzten Folge schon gesagt habe, da muss man schauen, wie wir uns da einen Weg drumherum finden. Da unten bist du. Oha. Die Jungs sind echt zäh. Die sind echt verflucht zäh. The night is dark and full of terror. Wir haben doch da irgendwo ein Bettchen gefunden, oder? Weil ich würde ganz gerne die Nacht skippen. Mist, da können wir nirgendwo drin schlafen. Und dass wir uns ein Bett bauen können, brauchen wir erst eine Werkbank. Und den Aufriss will ich jetzt nicht wirklich betreiben. Aber wir bräuchten vielleicht unseren Ausgeruht-Buff nochmal. Bitte. Lagerfeuer, Lagerfeuer, Lagerfeuer. So. Kommen wir wenigstens auf 18 Minuten.
Ja, wieder Wölfe überall. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir hier noch weiterkommen. Da vorne ist einer. Hier in dem Gebiet zieht es uns echt diese ganzen Heiltränke raus. Das ist... Was ist das? Ratten. Ratten. Ewig glühende Klinge erleuchtet unsere Schritte. Da ist nochmal was zum Lesen. Sammeln, mysteriöses Fläschchen. Mehr benötigt. Bruder, selbst jetzt kann ich seine Kraft spüren, die mich durchströmt. Das Elixier ist ein Wunder. Ich fühle mich schon wie ein neuer Mensch. Überfallen wir heute Abend die Elixierdistillerie? Die anderen werden nichts ahnen und wir werden das Elixier monatelang für uns haben. Wenn du mir gegenüber auch nur einen Funken Loyalität verspürst, dann komm um Mitternacht in mein Zelt. Man sieht sich, Samuel. Okay. Da haben sie, hatte Samuel den Plan, dass er ganz gerne mehr hätte von einem Elixier. Hier ist leider kein Bett. Da geht's nochmal in den Keller. Oha. Da unten ist eine Silbertruhe und die wird wahrscheinlich nicht unbewacht sein, oder? Doch. Da ist die Distillerie. Waldlangbogen. Und unser Rucksack ist voll. Was können wir loswerden? Die können wir mal weghauen, die brauchen wir nicht. Die Waffe zerlegen wir. Die Hake habe ich mitgenommen. Unsere Fackel ist noch gut benannt, deswegen zerstöre ich diese Fackel. Dann nehmen wir mal den Bogen. Dann schauen wir mal, welcher Bogen ist besser. Den haben wir gerade genommen. Der ist zwar ein bisschen stärker, aber wir haben hier mehr freigeschaltet. Deswegen zerlegen wir den hier. Hier haben wir was zum Lesen. Narren! Bruder, du verrätst mich also wie der Rest. Ihr seid alle Feiglinge. Ich werde meine eigenen Elixierbrunnen graben. Alles Elixier in Glutal soll mein sein. Ich werde mich nicht länger auf die alten Wege und die alten Namen verlassen. Dies ist der Anbruch eines neuen Zeitalters, das Zeitalter von Sameth. Okay, das ist dieses Elixier, mysteriöses Fläschchen. Das ist anscheinend dieses Elixier, wo der Balthasar doch auch schon mal geschrieben oder geredet hat. Oha. Oha. Weißwolf-Schwert. Das macht 26 Schaden. Die macht 22. Der macht 39.
Ist es eine Einhänder- oder eine Zweihänderwaffe? Ein Einhänder. Wow. Perfekt. Dann werden wir, wenn wir zurück sind, den gleich mal aufbessern. Oder das, besser gesagt, das Schwert aufbessern. Ach, da oben war ja noch dieses Feuer, da wollten wir noch hoch. Hier noch Waldrübe. Gut. Und wie kommen wir hier hoch? Schnellster Weg ist irgendwie da hoch, glaube ich, oder? Habe ich noch Platz? Natürlich nicht. Elixier. Wir haben noch dieses mysteriöse Fläschchen. Ist das Elixier? Ich denke mal. Was hauen wir weg? Hauen wir das einfach weg. Dann können wir hier den Funken sammeln. Zwei Funken sammeln. Ein Träumchen. Jetzt haben wir die Funken hier oben. Wir haben einiges von der Geschichte von Weizloh erfahren. Sind ein paar Mal durch den Matsch gelaufen. Dann haben wir nur noch da unten den Fleck zum Erkunden. Boah, ich werde echt paranoid. Ich höre andauernd irgendwo Geräusche. Wow, da wird mir echt ein bisschen paranoid. Ich gehe mal hier hoch. Hier ist es nice. Hier haben wir auch gestartet. So, chillen wir uns daher. Nächstes Mal schauen wir unten noch rum und dann werden wir... Genau, schauen hier unten noch rum und dann werden wir hier mal entlang gehen und uns dieses Eck hier mal angucken, weil ich glaube, vielleicht ist hier eine Brücke oder so. Sonst müssen wir noch in die andere Richtung gehen. Also ich habe mich jetzt erst entschieden, wir gehen hier erst nach Osten und schauen, ob wir hier irgendwie durchkommen, weil da kommen wir noch näher an unser Ziel ran. Und genau, das ist der Plan für das nächste Mal. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, passt auf euch auf und ciao!